Hi und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate. Wir sind gerade im dritten Untergeschoss von Dodaks Turm angekommen und ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Aber in dem Raum hier vorne ist gerade ein Feuerball explodiert. Zum Glück können wir aus sicherer Entfernung looten. Chatel hat noch ihre vollen Diebestrankfähigkeiten. Und tolle Feuerresistenz. Die anscheinend auch notwendig ist. Was geht hier vor sich? Und wie können wir uns schützen? Ich meine, ich habe eine Menge Feuerschutzzauber gelernt. Damit schützen wir mal... Ja, wir müssen eigentlich Chatel schützen. Meine Priester haben auch keine Feuerschutzzauber mehr. Chatel hat im Moment einen Feuerwiderstand von 90. Okay, ja, also ihr fehlen noch 10%, wenn jetzt hier wirklich ständig Feuerbälle kommen. Was so zu sein scheint. Um da reingehen zu können. Okay, dann können wir zwei Leute schützen. Ich schlage Chatel und Braket vor. Um Chatel einmal um nach Fallen zu suchen und Braket einfach, weil er der im Nahkampf kompetenteste Mann ist. Dorn hat ein bisschen Feuerwiderstand durch... Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Lass uns das nochmal nachgucken. 50%. Aber durch was denn? Ach, er hat den Trank noch genommen. Ja, ich verstehe, ich erinnere mich. Der Trank hält ja auch relativ lange. So, meine beiden Leute haben jetzt 100%, beziehungsweise Chatel sogar ein bisschen mehr. Die kann hier ordentlich weit reingehen. Ohne Schaden zu nehmen. Sie sollte sogar davon geheilt werden. Ja, sehr gut, so muss das sein. Tja, aber wie kommen wir jetzt hier weiter? Was ist der Trick? Wie kann man diesen Raum entschärfen? Und brauche ich diese ganzen Bücher noch? Die sind nämlich schon relativ zahlreich, ja. Die würde ich ganz gerne loswerden. Genauso wie all die Schutzsteine, die ich habe. Das ist ein herausfordernder Dungeon hier. Oder habe ich irgendwas oben vergessen zu machen? Hätten wir noch weitere Dinge tun können? / sollen? Wie sieht's bei dir aus, Viconia? Du hast ein bisschen Platz. Ja, dich können wir auch mal zum Bücherwurm machen. Geben wir dem mal 3, 4 Bücher. Vielleicht die 2 von Braket noch, wenn es irgendwie funktioniert, damit der ein bisschen Platz hat. Chatel hat auch noch 2 Bücher. Er kennt meinen Wahnsinn, genau. Und findet keine Zuflucht. Ja, ich kann mich erinnern. Die Tränke können wir an Dorn weitergeben. Ja, dann sieht's ganz gut aus. So. Jetzt haben wir hier drin natürlich das Problem der Feuerbälle. Dafür anscheinend keine weiteren Fallen. Und hier geht's in irgendeine Naturgegend. Hier oben geht's auch irgendwohin weiter. Also wir müssen jetzt wohl timen, hier durchzulaufen, wenn ich mir das anschaue. Oder kann man hier vielleicht irgendwo was drücken? Oder vielleicht können wir sogar hier hinten irgendwo es ausschalten. Ah, ein düster Schrecken, okay. Aber dafür haben wir dich ja mitgebracht, Braket. Chatel kann helfen? Nee, ein höherer Ghoul sogar. Jetzt lerne ich, ob das besser oder schlechter ist als ein düster Schrecken. Oh, und Berserk natürlich. Das ist super ärgerlich. Dann gehe ich mal mit Chatel schon mal weg. Verstecke mich im Schatten. Und warte darauf, dass der Berserker den Ghoul getötet hat. Und sich wieder beruhigt. Das war ja das Problem. Ich habe Kiels Morgenstern letztes Mal ausgerüstet. Oh, und dann natürlich nicht dran gedacht, dass mich das in Raserei versetzen würde. So, die... Atombomben explodieren da hinten auch noch. Ja, die Feuerbälle. Das ist ein Geräusch, an das müssen wir uns wahrscheinlich gewöhnen. So, hier ist eine Falle. Okay. Und noch ein Feind. Schaffst du den alleine? Oder wollen wir den Berserker wieder rufen? Ich glaube, wir rufen den Berserker wieder. Der Berserker berserkt. Ist er jetzt eigentlich besser geworden dadurch?
durch den Kampfrausch. Wird der ETW 0 irgendwie besser oder der Schaden? Ich glaube nicht. Ich habe da jetzt nichts Besonderes gesehen. Da hat er sich wieder beruhigt. Okay. Dann können wir hier dran greifen. Oh, so viel Zeug, so viele Sachen, so wenig Platz. Da gehen wir am besten mal direkt zurück und bringen das unter die Leute hier. Beziehungsweise geben uns die Tranktasche und den Edelsteinbeutel und am besten auch gleich noch den Schriftrollenbehälter. Jo, jetzt sind wir gut beladen, aber sollten so ziemlich alles irgendwie wegräumen können. Den Helm werden wir mal auf den Boden legen. Der Platz wird langsam wirklich knapp. Also wir müssen uns entweder was suchen, wo wir vielleicht die Bücher zwischenlagern. Das wäre eine Option. Oder wir werden auf absehbare Zeit keinen Platz mehr im Inventar haben. So. Ja, jetzt seid ihr alle ziemlich voll. Ich glaube, hier könnte man auch durchlaufen, Stück für Stück. Also das ist definitiv eine Möglichkeit, die ich in Betracht ziehe jetzt. Ich kann auch, bevor wir rasten, kann ich auch den Morgenstern von Kiel nicht ablegen. Das ist dann halt so jetzt, ja. Und das ist halt auch sehr gefährlich, da Braket ja der flinkste von uns allen ist. So, und das hier ist so eine Art, aha, sehr schön, so eine Art Labyrinth aus natürlichen Strukturen. Wir müssen auch ein bisschen schnell sein, da die Feuerschutzzauber nicht ewig halten. Und ich glaube hier drin, da will ich mal gucken, was da drin ist. Das sieht so wie der geschützteste Bereich dieses kleinen Labyrinths hier aus. Schon mal eine Falle, okay. Auch etwas zum Looten oder Interagieren? Nee, ja. Ein was auch immer du bist, ein Ashirokuru. Ein japanischer Assassinengeist oder sowas, keine Ahnung. Das denke ich mir gerade wirklich aus. Und unsichtbar. Na, großartig. Und weiterhin an Chatel interessiert, das gefällt mir nicht. Ja, Braket kannst du gerne angreifen. Das tat weh. Komm, Braket. Kampfrausch. Das ist jetzt deine letzte Chance im Prinzip. Ich brauche sofort Hilfe. Sonst muss ich sterben. Tja, das hat ja gerade so gereicht. Unglaublich. Unglaublich. Na gut, dann trinken wir nochmal aus Kiels Becherchen. Das ist ja genau für sowas gemacht. Besser hätte es ja jetzt nicht laufen können. Also da hinten war jetzt ein was auch immer du warst, ne? Einfach hier versteckt. Ohne, dass du was gedroppt hast auch. 2000 Erfahrungspunkte. Hart verdiente Erfahrungspunkte. Oh Gott. Es geht ja gut los. Wir haben auch noch keinen Weg gefunden, damit umzugehen. Machen wir mal das hier. Damit umzugehen, hier die Scheißdreck. Die Feuerbälle auszuschalten. So, Braket hat wieder die Kontrolle verloren. Das gefällt mir nicht wirklich. Aber es funktioniert gut genug. Mit was greifen die Ghule an? Steht das bei uns auch? Wenn Braket Schaden erleidet. Da steht Stich. Okay, also wir müssten uns gegen Stich schützen. Wir könnten jetzt theoretisch den Stichgürtel anziehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer den anhat. Edwin, okay. Aber Kiels Morgenstern macht schon ordentlich Schaden. Also das ist ganz nett. So. Braket hat sich beruhigt. Das ist auch ganz nett. Dann gucken wir mal wieder nach Fallen.
Und das war jetzt irgendein Schutzzauber. Bracket. Wirft dich auf den Gegner. Zum Glück wirft er sich auch zuerst auf die Gegner. Und gibt mir immer die Chance, mich zurückzuziehen. Mit Chatel. Dass Chatel nicht unter ihm leiden muss. Das finde ich sehr gut. Also so kann man ihn einsetzen. Solange Bracket immer genug ist für den Kampf. Bracket ohne Micromanagement. Das ist ja nochmal ganz was anderes. Hätten wir eine Chance. Könnten wir ihn so benutzen. Weil eine +3-Waffe zu haben, ist natürlich schon... Ja, ja, klar. Lauf noch ein paar Mal oben. Au! Ich hab keine Zeit zum Bluten. Was ist los? Ich hab keine Zeit zum Bluten. Was? Schießt sie immer noch auf dich? Oh Gott, müssen wir die Falle entschärfen, bevor es aufhört? Ja, das ist nie passiert. Komm. Ja, Bracket kriegt die Raserei. Das sind die fiesesten Fallen im ganzen Spiel hier. Das war ja jetzt bei der Feuerballfalle weiter oben auch so. Die hat so lange geschossen. Die hat öfter geschossen zumindest, als ich gedacht hatte. Okay, das ist gar nicht mal schlecht. Wir hätten natürlich jetzt auch Bracket heilen können, indem wir ihm Feuerring anziehen und ihn da oben reinschicken. Na, das ist ja eine Möglichkeit. Das machen wir jetzt auch. Solange der Feuerschutzzauber noch hält, gehen wir mal da hoch. Und sehen zu, dass Bracket sich durch die Feuerbälle vollheilen lässt. Ja, einen noch. Dann müssten wir es haben. Ja, okay, noch einen. Dann komm her. Also das nächste Mal weiß ich, direkt weitergehen. Direkt weitergehen und die Falle entschärfen. Gar nicht rumjammern. Und versuchen wegzurennen. Wegrennen führt zu nichts Gutem. Na, da schreit doch schon wieder... Ja, genau. Da schreit doch schon wieder jemand nach Schlägen. So, Chatel hat immer noch Feuerwiderstand von 127, also Maximum. Wir laufen jetzt zurück zum Anfang. Vielleicht sogar mit einem Schnelligkeitstrank, wenn ich einen habe. Um auf jeden Fall auch wegzukommen. Ich habe einen da drin. Den kannst du haben. Handlungsfreiheit brauchst du nicht. Nimm den Schluck aus der Pulle und jetzt renn. Bevor sie dich noch angreift. Bracket wird das schon richten. Sage ich. Okay, kritischer Fehlschlag hier von ihr. Das ist sehr gut. Nee, Bracket macht das schon. Er lässt sich jetzt nochmal backstabben gleich hier. Mit ein bisschen Glück kann ich das irgendwie verhindern. Ja, hat gut funktioniert. Und Chatel lässt sich heilen, ja. Das ist das Nette an dem Magierzauber. Au. Der hält einfach sehr lange. Komm, Kampfrausch und Angriff. Ach, Bracket. Die würde ich doch wieder backstabben, die gute Frau hier. Ja. Also ganz so leicht ist es dann doch nicht. Komm mal her, Chatel. Beziehungsweise, ja. Gib mal wieder den Ring rüber. Wir machen hier das Beste aus unserer Ausrüstung. Das finde ich richtig gut. Das gefällt mir sehr. Das Kiels oder Dullachs Helm ist sehr praktisch. Jetzt die Feuerwiderstandsringe sind hier sehr praktisch. Das ist alles sehr, sehr gut. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Ich muss nur abpassen, nicht, dass der Feuerschutzzauber irgendwann abläuft. Und ich muss natürlich noch die Tante hier suchen. Genau, wir können ja theoretisch... Hat Chatel ja auch immer noch.
127 Feuerwiderstand. Wir können hier reingehen, ja. Soll sie doch hier sterben. Beim Versuch, uns anzugreifen. Okay, die hat auf jeden Fall ein bisschen Feuerwiderstand, die gute. Die nimmt nämlich nur minimalen Schaden hier drin. Und ein... Aha, da wäre sie doch schon wieder gewesen. Wir können ja mit Belov noch einmal unsichtbares Entdecken wirken. Mal die Tür aufmachen, damit das auch wirklich wirkt. Dann hauen wir sie um. Ja. Tod. Den Assassinen. So. Handlungsfreiheit ringen lassen wir aus. Braket braucht auf jeden Fall die 127 Feuerwiderstand noch ein bisschen. Dann kann ich Chatel schon mal wieder darunter schicken. Das ist ein schönes Level bis jetzt. Sehr brutal. Oh, und da sind wir voll geheilt. Okay. Hier ist schon mal die nächste Tür. So, das war jetzt aber was, was abgelaufen ist, oder? Jetzt verlieren wir vielleicht so langsam unseren Feuerwiderstand. Mal sehen. Machen wir erstmal hier die Tür auf. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Gut. Dann gibt es noch hier den Weg. In die Ecke da oben. Ja, da gehen wir auf jeden Fall mal rein. Wenn da wieder so eine hinterhältige Tante drin ist, dann werde ich nicht sehr überrascht sein davon, nein. Okay, Chatel, bleib mal kurz da stehen, wo du stehst. Wir zaubern jetzt... Nee, hab ich gar nicht. Ach, schade. Ich dachte, ich hätte irgend so einen Personen festhalten oder sowas. Ja gut, dann müssen wir wohl wieder zurück. Ja? In Belovs Reichweite. Oh oh, das tat weh. Das ist nicht gut. Nimm ihn. Braket in die Ecke hier. Oder aus dem Raum raus zumindest. Wir müssen jetzt das mit Chatel machen, weil sie ist die Einzige, die noch über 100 Feuerwiderstand haben sollte. Nee, hat sie auch nicht. Oh, Mist. Okay. Nächster Feuerschutztrank. Ich habe keine Zeit zum Bluten. Au. Au, au, au. So, einmal magische Geschosse hier drauf. Einmal einen Säurepfeil auf sie drauf. Oder, nee, sogar Verlangsamung hier in die Gegend einfach. Ja, sie ist verlangsamt. Sie ist verlangsamt. Dann werden wir sie jetzt sichtbar machen mit Belov hier. Chatel rennt in der Zwischenzeit hier ein bisschen rum. Das hat nichts gebracht. Ich war wohl zu weit weg. Gut, Chatel dürfte mittlerweile einen zweiten Backstab aushalten. Oder auch ein Bombardement meiner Kumpanen. Na, wo ist sie? Da ist sie. 24 Schadenspunkte. Das ist nichts. Chatel hat keine Zeit zum Bluten. So, wir werden jetzt hier einmal Personen festhalten, auf sie versuchen zu zaubern. Okay, das hätte auf jeden Fall funktioniert. Ja. Heftige Scheiße hier. So, Chatel geht's schon fast wieder gut. Jetzt gucken wir mal, mit Hast kommen wir doch hier sicherlich durch. Ja, mit Hast kommen wir hier auf jeden Fall durch. Das ist doch schon mal ganz nett. Gut. Dann begeben wir uns jetzt hier runter. Es dürfte ja die letzte gewesen sein, die sich hier versteckt von diesen eigenartigen Personen. Und lassen Chatel hier einmal Fallen suchen. Je schneller sie sich bewegt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich in Fallen reinrenne. Oh ja, da geht's, da sind auf jeden Fall schon mal Schätze.
Die will ich haben. Brackett ist gierig. Und fängt gleich wieder an, in einen Berserkerrausch zu verfallen. Hey. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte Edwin wahrscheinlich den Gürtel ausziehen sollen. Aber es hat ja geklappt. Alles ist gut. Okay. Das müssen wir gleich mal in Ruhe lesen, wenn der Raum sicher ist. So, versteckst du dich jetzt auch im Schatten? Nee, hat nicht geklappt, oder? Na gut, Brackett. Mach das mal. Das läuft besser als der letzte Kampf. Ja, sehr gut. Ohne Schlag oder ohne zwei Treffer. Ich glaube, einen hat er eingesteckt. So, dann weiter hier rein. Hier war er sicher. Und hier können wir jetzt zu den Gesichtern irgendetwas lesen. Können wir auch hier an den Dingern rumspielen? Nee, können wir nicht. Also es ist nicht so, nicht ganz so wie oben. Die Maske stimmt an. Schlick wird von Schlägen und Zaubern nur durchtrennt, verdampft aber im reinigenden Feuer. Das könnte ein Hinweis auf irgendwelche Schleime sein. Ich weiß, in der wachenden Festung gibt es Schleime, die können... Diese Teilungsschleime, die können nur sterben, wenn man sie mit Feuerschaden tötet. Und das würde auch dazu passen, dass es da oben einen Raum gibt, wo es Feuerschaden gibt. So dass es auf jeden Fall jede Gruppe irgendwie schaffen kann, wenn sie nur die Umgebung nutzt. Die Verwandlung in eine Dame kann dem Spiel eine Wendung geben. Und zwar zum Schlechten, wenn ihr der andere Spieler seid. Okay, beim Schach, wenn ich einen Bauern durchbekomme. Oder auch jede andere Figur, glaube ich. Da bin ich mir aber nicht so hundertprozentig sicher. Kann ich sie in eine Dame verwandeln. Okay. Ich habe schon mal davon gehört, es gibt hier ein Schachspiel, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Das einzige Schachspiel in einem Computerspiel, das ich kenne, ist in Karazhan. In World of Warcraft. Feuer, Eis, Schleim und Wind. Alle müssen vergehen, um weiter zu bestehen. Die Flammenwerferin muss getötet werden, bevor sie ihren Bogen ansetzen kann. In vier Tunneln liegen vier Feinde. Bringt sie alle um und das Spiel beginnt. Okay. Also, ich sag jetzt mal okay, aber eigentlich ist das so ein... Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet, okay. Und da geht's auf jeden Fall woanders hin. Muss ich da meine Gruppe vielleicht vergrößern, bevor ich diesen Weg gehen kann? Nein, ist es nicht, oh Gott. Ah, die Blasphemie möge man mir verzeihen. Das heißt, also das wird dann so ein Feuergang sein. Vielleicht hier ein Eisgang. Gibt es noch einen Schleimgang? Oh, das ist ein großes Level auch. Mit viel zu tun. Ja, kann ja mal hier kurz reingucken. Geht davon aus, dass da keine Falle ist. Ja, das ist auch so eine Kaverne hier. Und da geht's wohl in den Verbindungsgang nach da. Das wäre jetzt das Nächste, was ich erforschen will. Ständig hier die Feuerbälle. Ich bin total zufrieden mit der Krankheit. Warum? Warum? Hm? Wer war das und warum? Und wer hat schon wieder die Kontrolle verloren? Ich natürlich. Ach ja. Das ist schon eine Waffe, die Spaß macht. Definitiv. Gucken wir mal hier am Eingang, ob ich ein paar Skelette rauslocken muss noch, weil reinrennen wollte ich eigentlich in keinen Raum in Durlaks Turm. Das war bis jetzt immer nicht so gut. Um das mal so ganz untertrieben darzustellen. Okay, noch ein Skelett. Ja, ja, ja. Ach was. Ach was. Du hast Magiebannenpfeile. Was ist das denn? Damit kann man ja auch Heldentränke und Feuerschutztränke und all so Zeug kann man ja da auch bannen mit. Das ist ja super fies. Okay, dann wissen wir aber jetzt, wie die aussehen. Das sind die Pfeile des Zauberbruchs hier.
Und es wäre gut, wenn ich alle davon bekommen könnte, die ich bekommen kann. Die sind nämlich so stark, dass sie in Baldur's Gate 2, glaube ich, gar nicht mehr vorkommen. Weil da wären die extra doppelt überpowered. Ja. So. Ja, das nächste Skelett. Das versuchen wir dann einfach zu rushen, ne? Oh. Oder auch nicht. Nee, ich würde sagen, wir versuchen wegzurennen, wenn Bracket da noch was davon hält. Fände ich das schon gut. Ja, Säure. Oh Gott, 11 Säureschaden. 11. Ja. Geht die Tür zu? Ich hätte wahrscheinlich auch einen Unsichtbarkeitstrank anstelle von einem Heiltrank nehmen sollen. Haha, unsichtbar. Aber ich war zu geizig. Ja, da kommt schon ein Skelett. So, dann buffen wir uns noch ein letztes Mal. Vielleicht auch mit einem Heldentrank? Komm, ja. Ja. Und auf geht's. Mach mich stolz, Bracket. Na komm, ah jetzt. Das ist ganz praktisch. Das ist so eine Art KI außerhalb der KI nochmal. So, Chatel hat sich versteckt. Ganz erfolgreich. Das sind echt tolle Pfeile. Ich wünschte, ich hätte einen Bogenschützen, ja. Okay, gucken wir mal. Noch habe ich die Kontrolle. Jetzt ist schon mal der mit den Säurepfeilen tot. Hier liegt doch bestimmt eine Falle. Ja, ja, ja. Was ist das für eine Wolke? Sehe ich nicht. Hä? Okay, jetzt habe ich die Kontrolle verloren. Jetzt liegt es wirklich in Brackets Hand. Oh. Aber das sind stinkende Wolken, glaube ich. Alles ist gut. Stinkende Wolken haben einen Rettungswurf gegen Tod. Solange Bracket hier ohne Treffer durchkommt, ja. Ah, okay. Werden wir nicht schaffen, glaube ich. Gerade die beiden Bogenschützen da hinten, wenn die nämlich ihre Treffer landen, dann machen die Säurepfeile ordentlich Schaden. Oh mein Gott. Ich glaube wieder daran. Ich habe immer an dich geglaubt, Bracket. Ja, komm mal da raus. Komm mal da raus. Das ist doch scheiße hier. Ach ja, was habe ich jetzt aufgehoben? Ist auch egal, ne? Wir haben es überlebt. Irgendwie ist es geschehen. Ach du meine Güte. Was für ein Zustand hier. So, jetzt gehen wir zur Gruppe zurück. Ich brauche die Sicherheit meiner Gruppe. Ich glaube, es war eine schöne gemeinsame Mission, die ihr jetzt hattet, ihr beide. Aber das ist mir doch eine Ecke zu heikel. Bracket mit 4 Lebenspunkten. Ach du meine Güte. Also Chatel hat jetzt auch nicht mehr den vollen Feuerwiderstand und ich habe nur noch 2 Feuerschutztränke. Da müssen wir mal aufpassen, dass ich hier im richtigen Moment versuche, die Tür aufzuknacken da. Naja, hier kann man vielleicht generell nicht speichern, wenn das auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ja, jetzt haben wir gespeichert. Sehr schön. Es ist ganz schön hart hier. Von der Zeit her. Ja doch, es geht. Also kein Problem an sich. Jetzt haben wir den Bereich freigeräumt. Da würde ich mit Chatel jetzt einmal langsam durchmarschieren. Oh, Säurepfeile sind halt schon hart. Machen wir aus Chatel noch einen Bogenschützen. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Sie ist eine der besseren Bogenschützen im Spiel. Auf jeden Fall. Sie mag jetzt kein Elf mit 20 Geschicklichkeit sein oder sowas, aber sie ist ein richtig guter Bogenschütze. Haben wir plus 2 Pfeile, die ich natürlich nicht mehr aufheben kann. Okay, dann nochmal den Ring anziehen. Die vielleicht aufeinander stacken, ja. Und dann haben wir es doch schon fast. Bracket regeneriert auch langsamst seine Lebenspunkte. Da ist eine Tür. Aber da kann ich nicht hin. Also das ist anscheinend echt nur so ein Todesraum, den wir heldenhaft betreten haben. Sehr schön.
Okay, dann gibt es hier oben noch einen Gang und hier unten noch ein paar Gänge. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt hier einiges erkundet. Eine halbe Stunde ist ungefähr rum. Ich beschäftige mich nächstes Mal mit diesem schönen Level von Dolax Turm. Macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen.